Jetzt kann ich mir den Zinken massieren. So, komm, aua, ja, das wird gut, aua. Wie komme ich in so McDonald's, Alter? Hä? Ich könnte fahren und einen fahren lassen. Nö, mag ja schon ein schönes Städtchen sein, aber ich sehe nicht so viel davon irgendwie. So, da vorne ist wieder irgendwas. Ach nee. Nee, das ist. Nee, da vorne geht's zum Zentrum. Da geht's zum Zentrum. Hier vorne jetzt. Naja, dann bin ich mal gespannt. Gut, da habe ich nichts gesagt. Mein Fehler, meine Dummheit. Ich gebe es ja zu, ich stehe dazu. Das Stadtzentrum war ausgeschildert, glaube ich, und ich habe es übersehen. Also es war rechts und dann kam es nochmal nach links und das habe ich wohl nicht mehr wahrgenommen. In meiner grenzenlosen Blödheit. Ja, aber sehr sendermäßig sieht es ja auch nicht aus, oder? Was kommt jetzt hier? Stadtzentrum. Halbe Weltreise hier gemacht bis zum Stadtzentrum. So, und das Mikro mal wieder dorthin, wo es hingehört. Mann, das Mikro, dass das mir immer ins Maul rein will. Tja, Mann, schon wieder das Mikro. Was ist denn das? Das war doch sonst so schön. Hier hinten in deiner Ecke, mach dich in deine Ecke. Und nun? Ach, geradeaus wahrscheinlich, würde ich vermuten. Stadtzentrum geradeaus. Oh, es geht schon wieder durch mit mir, Junge, der spinnt. Also bin ich mal gespannt, was es im Stadtzentrum Schönes gibt. Tja, Stadtzentrum, da geht's wieder raus. Bad Sulza. Nach Bad Sulza will ich aber auch nicht. Oh, hier die Bräuter. Ich will eigentlich zurück zur Tankstelle und dann hier aus diesem trostlosen Kaff entkommen. Aber wenn wir nach Bad Sulza fahren, Bad Sulza, dann geht es dort auch nach Naumburg, Bad Kösen. Naum, siehst du, sage ich doch. Bad Sulza, Naumburg.
da fahren wir jetzt hin. So, dann fahren wir wieder zurück. War nichts los hier. Wenn wir an der Tankstelle da oben vorbeikommen, dann gab es einen McDonald's. Da hätte ich vielleicht mal Bock, mich da noch mal reinzuschmeißen. Und mir noch... Ja, McDonald's, eigentlich bin ich mehr so... Früher war ich so der McDonald's-Fan. Heute schwöre ich irgendwie so auf Burger King. Heute bin ich mehr der Burger King-Esser. Aber Burger King habe ich ja nicht gesehen. Also würde ich mich auch mit einem McDonald's zufrieden geben. Weil vorhin da in dem Kaffee habe ich ja nur Kuchen gegessen und eine Tasse Kaffee getrunken. Ich habe heute noch gar nichts gegessen, doch heute früh zum Frühstück. Aber das waren auch Marmeladenbrötchen. Also auch nicht so das Wahre. Ich vermute mal ganz stark, wir kommen hier oben an der Tankstelle wieder raus. Und dann können wir noch schnell zu McDonald's einkehren. Jetzt wollte ich mich gerade an der Nase jucken. Geht ja gar nicht. Geht gleich. So, warte. Jetzt kann ich mir den Zinken massieren. So, komm. Aua, ja, das tut gut. Aua, ja, das tut gut. Geil. So, das war's. Ah, mal wieder ein bisschen strecken hier. Ja, was die Autos immer verlieren. Da ist McDonald's. So, geht das hier irgendwo rein? Wie komme ich denn zu McDonald's, Alter? Hä? Was sind das für Arschlöcher? Ist das ein Saftladen, Alter? Wieso gibt es ja keine McDonald's-Zufahrt? Man leckt mich am Arsch. Scheiß McDonald's, ich hab's doch gewusst. Hat schon seinen Grund, warum ich bei diesen Idioten nicht mehr einkehre. Weil du ja nicht mehr hinkommst. Zur Poche. Was soll denn eine Poche sein, Alter? Zum Poche oder was? Zur Poche. Den Spurrinnen hier irgendwie. Na gut, dann machen wir es halt so. Ne, das ist auch doof, irgendwie so scheiße. Ich hätte schon Bock gehabt zu McDonald's Fraß. Wir könnten jetzt nämlich nach Freiburg, das werde ich auch machen, da fahren wir wieder zurück nach Freiburg, da habe ich so ein schönes Straßencafé, da kannst du auch mit dem Bike ranfahren, das gefällt mir sehr gut. Und da werde ich dort zwei Wiener Würstchen essen. Kommt dann preismäßig, naja, kommst auch nicht billiger weg, aber hast eigentlich weniger. Aber was willst du machen, wenn scheiß McDonald's, Alter, na, nicht mal eine Straßen, nicht mal eine Zufahrt. Ich wäre gar nicht fertig drüber. Da stellen die riesen Turm hin, McDonald's, und du kommst einfach nicht ran. Das ist doch richtig dumm. Also Apolda ist keine Reise wert. Tut mir leid, Leute aus Apolda. Aber ich wüsste nicht, was ich in Apolda machen sollte. Das Einzige, was mich da interessiert hat, war das McDonald's und da bin ich nicht rangekommen.
Hallo Hühner, was macht ihr hier? Lauft bloß nicht auf die Straße, dann ist das Leben schnell vorbei. Wie sie alle die Bikes auf ihren Autos haben hinten. Ein kleiner Wuschelkopf stampft durch dieses kleine Nest. Ich glaube, heißt das Taugwitz. War das Taugwitz oder was? Ich habe jetzt wieder nicht drauf geachtet. Bad Bibra, man könnte eigentlich, naja, aber nee, wir wollen ja noch mal nach Naumburg, wir wollen ja noch ein bisschen fahren, also ich habe noch nicht die Faxen dicke. Ich könnte fahren und einen fahren lassen. Ey, da Eichhörnchen, hier, hallo. Wie es über den Fußweg gehoppelt ist, geil, oder? Eckart, ach nee, das war Eckartsberger. Ah, okay. Eckartsberger. Da war mein Bruder zum, wie hieß das so, Schulausflug. Zur Klassenfahrt, genau, Klassenfahrt. Ja, ich weiß nicht. Apolda ist. Ja, wir waren mal da. Wir haben es gesehen und sind wieder weggefahren. Muss ich so schnell jetzt auch nicht mal hin. So von der Sache her ist es. Ja, die Strecke ist schon okay. Kann man mal fahren. Aber man sieht halt auch relativ wenig irgendwie. In Schniedersdorf geht die Post ab, doch wir sind leider nicht da. Aber schönes Fachwerkgebäude, muss ich sagen. Ich finde ja so Fachwerkgebäude irgendwie geil, ich weiß nicht warum. Hat irgendwas.
könnte ja auch mal ins Erzgebirge fahren. Ich wollte ja auch mal irgendwie in die Tschechei, mal nach Prag oder sowas. Muss ich mal Werner fragen, ob er Bock hat. Da machen wir mal so einen Wochenendtrip mit unterwegs irgendwie Hotel buchen und so, keine Ahnung. Freitagabend los oder Freitag los, dann am Sonntag zurück. Wäre mal so eine Idee. Ba 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 ba